Der Einsatz stimmt, die Stimmung auch. Was im Training der Crocodiles Hamburg zu sehen ist, soll gegen Krefeld am Freitag dann auf dem Eis umgesetzt werden. Denn der bisherige Saisonstart mit 2 Siegen und 3 Niederlagen durchaus ausbaufähig. War natürlich jetzt ein bisschen holprig, dadurch, dass wir einige Verletzte hatten, mussten wir ständig alles umstellen. Hätten aber auch jetzt locker, sagen wir, mit 4 Siegen dastehen können. Haben in einigen Spielen so ein bisschen Probleme im Toreschießen gehabt im richtigen Zeitpunkt. Aber wichtig war jetzt der Sieg gegen Tilburg. Da haben wir so das Gesicht der Mannschaft gesehen, was sein kann. Und das war für mich sehr wichtig. Also wir sind jetzt wieder auf dem richtigen Weg. Helfen soll dabei auch wieder Dominik Lascheid. Der Stürmer fehlte am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt. Zwar kehrte der Torjäger diese Woche aufs Eis zurück, jedoch im roten Jersey. Ein Zeichen, dass ein Spieler noch nicht wieder voll einsatzfähig ist. Ich war jetzt das erste Mal wieder auf dem Eis. Letzte Tage war ich nur auf dem Fahrrad. Hoffe, dass Freitag spielen kann. Man sieht ja über die letzten Jahre, dass er einer der Topscorer der Liga ist, aber nicht nur deswegen, sondern auch für die Präsenz, die er in der Mannschaft hat. Er muss jetzt erstmal wirklich gesund sein und das ist wichtig für ihn auch, dass er mit einem gesunden Körper spielen kann. Wie schon beim ersten Heimspiel gegen die Hannover Scorpions werden auch gegen die Westfalen rund 800 Zuschauer im Eisland-Farmsen erwartet. Die Atmosphäre, sie war schon beim 3:5 gegen den Vorjahresmeister sehr gut. Nun soll auch das Ergebnis stimmen. Also wir gehen in jedes Spiel, um es zu gewinnen, auch jetzt am Freitag. Ich hoffe, dass wir den Fans ein gutes Spiel zeigen können. Da sind wir den Fans auch schuldig. Ich denke, alle haben darauf gewartet, jetzt mal wieder einen Heimsieg zu feiern. Auch jetzt gerade nach der langen Zeit mit Corona etc. ist es für die Fans sicherlich ein schönes Erlebnis, mal wieder einen Heimsieg hier zu feiern. Im Training wurden schon mal Penaltys geübt. Doch egal ob nach 60 Minuten, Overtime oder Penaltyschießen, am Ende wollen die Crocodiles Hamburg erstmals nach langer Zeit wieder gemeinsam mit ihren Fans einen Sieg feiern.